Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ra. So. Wir wollten tauchen gehen und zwar da hinten beim Fahrrad. Genau hier. So. Flossen an. Achso, die Schaufel habe ich auch nicht mitgenommen. Ah, egal. Kommen ja jetzt eh nicht da hoch. Kann ich da Luft holen? Nein. Da unten ist ein Puffisch. Wo ist denn jetzt da? Mal Luft holen. Ja, damit haben wir doch zwei Schleim. Wir nehmen mit, was hier rumliegt. Warum auch nicht? So. Aha, da drin hätte ich auch Luft gehabt. Okay. Gut zu wissen. Dann holen wir da noch einmal Luft. Natürlich wieder in der Nacht da. Ja? Es ist phänomenal. Jetzt gehen wir oben mal Luft holen. Ja. Nochmal Luft holen. Ach du Scheiße, wohin geht's denn da? Oh.
Shit. Mal schauen, ob wir so hochkommen. Muss mir da unten jetzt echt die Munition ausgehen? Mann. Wir haben etwas Seetang gekocht und Sanjay hat tatsächlich etwas davon gegessen. Wirklich mutig, dieser Sanjay. Der Seetang schmeckte wie salzige Pappe, hat aber für eine Weile unseren Hunger gestillt. Dann kam das Ganze wieder hoch, was wirklich kein Spaß war. Vater sagte, wir hätten dermaßen viel Lärm gemacht, dass die Schweine ganz verängstigt waren. Mutter kam dazu und sah aus, als würde sie anfangen zu weinen. Aber sie hat dann Sanjay einen Fang. Was? Aber dann hat Sanjay einen Fang gelassen. Und sie konnte nicht aufhören zu lachen. Dr. Henrik sagt, es sei nichts Ernstes. Er wolle jedoch wissen, ob wir Fleisch gegessen hätten. Aber wir hatten unsere Portionen noch nicht bekommen. Das schien ihn zu beruhigen. Dr. Henrik sah sehr müde aus, was an der Hütte standen die Menschenschlange. Sanjays Vater wartete vor unserem Haus. Er sagte, ich hätte einen schlechten Einfluss auf seinen Sohn und hat ihn weggezerrt. Sie glauben, dass jetzt mit meinem Experiment Schluss wäre. Aber die Wissenschaft hält niemand auf. Und Detto erst recht nicht. Ja, okay. So, Hunger. Also hat er ein bisschen Seetang gegessen. Zumindest kreativ sind die zwei. So. Ja, dann gibt's nur doch euren Reis und euren Zwiebel. Ihr braucht sie mir offensichtlich nicht mehr. Ist ja keiner mehr. Die Stadt hier ist verlassen. Huch! Nach einem solchen Ausbruch. Oder sie haben irgendeinen anderen Blödsinn gemacht. Soll ich denn da hochkommen? Moment, wir sind bisher überall reingekommen. So. Ich hätte gerne die ganzen Werkzeuge da. Irgendwo hänge ich gerade fest. So.
Da war ich. Was ist da for sale? Engineering for sale. Aha. Keine Ahnung, wo ich hingehe, aber ich muss einfach mal. Da waren wir doch vorher schon, das ist die Insel, ja. Schade, ich habe gedacht, da liegt noch anderes drauf. Da ist wieder das Fahrrad. Was? Eine Puffsuppe? Kopfbrühe. Okay. So, wir brauchen neue Munition und dann gehen wir wieder runter. Der Kontrollblick, ja, sind noch da. Passt alles, passt. So. Okay, sorry. So, was haben wir noch? Das, das. Das brauche ich doch oben. Pulver. Die komischen Köpfe. Ich hab irgendwo einen Trophäenschrank. Ach dich. Nee, da oben habe ich ja nichts mehr. Trophäen. Und eine leere Batterie haben wir ja auch. So, irgendwo da war das. So. Das trocknet mal eben. Die Bienen können wir jetzt da lassen. Denke ich. Geiler. Planke. Ja.
Ja, von mir aus machen wir noch einmal. So. So, essen und trinken. Sehr gut. Immer mal die mit. So. Dann passiere ich mal ganz kurz. Moment. So. Und dann gehen wir noch mal nach dem Puffischen schauen. Einmal darunter. Da haben wir alles leer geräumt. Da ist ein neuer Puffisch. Moment. So. Einmal Luft holen, gut. Fisch kaputt. Die spawnen aber dann verdammt schnell wieder. Okay. Mal kurz Luft holen. Jetzt mal rein da.
Okay, den hatten wir also schon vorgeschädigt. So, einmal kurz rein da. Okay. Okay, so, was haben wir hier? Schlüssel der Krankenstation nehmen. Seilrutsche. Metalldetektor. Kugel. Shit. Shit, das sieht nach Puffisch aus. Ah, da draußen noch einer. Da ist noch einer. Hoch. Das ist fies. So. Also einen Metalldetektor können wir jetzt bauen. Ah, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Noch. Achso, ich muss ihn wahrscheinlich erst mal lernen. Ja, okay. Okay, so, dann gehen wir jetzt runter und machen mal die Puffische weg. Wenn ich ihn jetzt sehen würde. So. So, geh mal zurück, das ist uns zweit. Thank you.
Na komm. So. Und damit hätten wir hier rund nochmal leer. Nochmal eine Ebene höher. Ist auch als Kuhpreis, ist sehr geil. Aha. Also ich brauche doch nicht nur Kupfer, ich bräuchte viel mehr Eisen. Hatte ich eh noch ausgeräumt. Er ist schon wieder ein Pufffisch. Die spawnen wirklich verdammt schnell hier noch. Damit kann man sie zum Metalldetektor bunkern. Hoffentlich. Außerdem brauchen wir eine Schaufel mit. Das Pulver brauchen wir mit. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Tiere noch da sind. Ich würde sagen, ja, es ist ja noch da. Gut, also. So, wo ist denn der Forschungstisch da? Also, ein Metalldetektor. Aha, da ist er. Um wertvolle Metalle zu finden, vergiss die Schaufel nicht. Mhm. Eine Batterie brauchen wir dazu. Gut, Batterien wollten wir sowieso neu bauen. Batterie, da. Kupferbank, Kunststoff, Schrott. Gut, ein paar neue Batterien. Eine davon gehen wir gleich mal hoch. Wahrscheinlich auf diese hier. Leer? Nein, sie ist noch nicht ganz leer. Ja, gehen wir jetzt trotzdem mal eine neue rein. So, die Konstruktionszeichnung. Kann ich die aufhängen? Nö, schade. Na gut, dann nicht. So, was noch? Schrott. Okay. Sehr gut. Schrott. Das da rein. Ihr könnt mal das da reingeben. Thank you.
Ich meine, haben wir schon 15 Metalle gefunden. Boah. Böser Bruce. Böser Bruce. Jetzt können wir nach Melonen schauen. Ja, gut. So, wir haben auch einen Samen, haben wir wieder rausgekriegt. Den zweiten müssten wir uns holen. Also da haben wir I20 drinnen. Dann bauen wir halt nochmal Kartoffeln an. Na, komm. Kann man notfalls immer die Rohkost für den Honig. Planken. Sind jetzt wieder überall Planken drinnen. Gut. So, 5 Pufffische. Sehr gut. So. Okay. Dann packen wir uns mal die Schaufel an. Dann gehen wir das mal raus. Nehmen wir das Netz wieder mit. Oh, probieren wir es mal damit. So. Aha. Aha. Okay, schade. Ja, ich hab Durst. Oh.
Nö. Also da ist er nicht gedacht. Gott. Mal wieder hoch. Wir könnten hinten da hochgehen. Zwei Teile einer Seilrutsche haben wir jetzt schon. Drei brauchen wir. Okay, gar nicht. Gehen wir mal hoch. Okay. Ah. Okay. Natürlich praktisch. Tschüss. Mist. Will ich haben. Garantiert sogar will ich das haben. Komme ich darüber? Da unten ist ein Puffisch. Was ist einer? Also mal nix. Also muss ich es da probieren.
Hopp, 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 okay. So. Mist. Wie könnte ich da jetzt hochkommen? Okay. Teil einer Seilroute aufnehmen. Dankeschön. Bauplan Feuerwerk. Cool. Major Tom. Können wir da nicht hinlegen? Das heißt, Seilrutsche müssten doch jetzt drei Teile haben, oder? Ja, wir haben drei Teile. Wir haben dann auch noch einen Schlüssel zur Kranzungsstation und wir haben noch Ladegerät zum Erteiler. Hinweise fehlen mir auch noch mindestens einer. So, den bringen wir jetzt mal heim. Dann müssten wir nach oben zur Seilrutsche. Die zusammenbauen und dann können wir diese Seilrutsche noch benutzen. Oh, 43 Minuten. So. Oh Mann. Also erstmal können wir das Feuerwerk lernen. Der Major Tom, den können wir jetzt einmal, Moment, nicht haben. Der Major Tom setzt sich jetzt erstmal hier dazu und wir gehen eine Runde schlafen. So, euch sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und baba. Wir müssen jetzt erstmal essen und trinken. Tschüss.